und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hot or Schrott. Ja, Glover hat wieder einen rausgehauen. Er hat nämlich das, ich lese mal ab, ETS2 Add-on Lightfix Lightbars für den Scanner Next Generation rausgehauen. Was ist das überhaupt? Was läuft da? Was ist da? Also passt mal auf, das ist ein Anbau-Mod. Also wir kennen ja bloß diverse Anbau-Mods, zum Beispiel von 50k. Den es ja, ich glaube, Glover hat geschrieben, von seit der Version 1.30 gibt und dann nach wie vor ja noch funktioniert und so. Aber das ist jetzt hier noch ein bisschen was Feineres und das möchte ich euch heute präsentieren. Da sind einige Sachen mit dabei, die ich euch heute zeigen möchte. Testen tue ich das alles beim Scania von Eugene aus dem Steam Workshop. Ihr könnt aber auch die ganz normalen SCS Scania nutzen. Aber nur R und S, logisch, und beim Eugene Scania will ich den hier, da auch nur beim R und beim S, weil da gibt es ja noch den P und beim G, die gibt es auch noch, aber das ist nicht enthalten, das gleich vorweg. So, was kostet der Mod? Ganz schlappige 2,99 €, ist jetzt erstmal nicht viel, ich finde die Preise auch alle immer sehr, sehr gut angesetzt, die was er macht. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, was da mit dabei ist. Also, ich zeige es euch mal. Wir fangen mal wir fangen mal oben an. So, da fängt man an, bei den Lammbügeln haben wir hier zum Beispiel diese Lightfix Skylight Black, die sieht dann so aus. Ne? Haben wir dann auch noch hier Slots für Lollis, da könnt ihr noch ein paar Lampen anbauen. Wenn ihr wollt, müsst ihr nicht, ihr könnt. Gibt es alles in Chrom und in Farbe. Das finde ich immer sehr schön. Ihr wisst ja, ich bin so ein bisschen der schwarze Fan hier. Schwarze Anbauparts finde ich immer richtig gut. Dann gibt es ja die Wing Black Edition, finde ich auch ganz schick. Dann gibt es noch auch wieder alles in Chrom und in Wagenfarbe, klar. Und dann gibt es diese Black Edition nochmal. Die sieht auch richtig, richtig böse aus. Dann haben wir noch die Maximum Black. Das ist dann die hier. Was ganz wichtig und interessant ist, hier sind schon kleine LEDs verbaut. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ja, doch, sieht man, ne? Ja, doch, kann man sehen im Video, ne? Müsste man sehen können. Da sind kleine LEDs schon verbaut hier. Also da müsst ihr nicht zwingend nochmal hier irgendwas anpflastern, weil hier sind weiß, sondern an der Seite sind orange. Und die sind dann schon hier integriert. Ganz praktisch. Genau. Ja, und die anderen Sachen sind sowieso klar. Ich lasse ihn jetzt mal dran. So, ihr habt hier noch, ganz wichtig, so einen Slot hier unten. Da könnte man theoretisch, gibt es ja vom 50k, gibt es ja auch noch hier diese Lichtschild oder was das ist. Kann man hier zum Beispiel anbauen. Ich hätte aber auch zum Beispiel vom Powerkasi, könnte ich theoretisch hier noch diese Lichtbox hier mit dran kleben. Könnt mir das dann umskinnen. Also da seid ihr ein bisschen frei, könnt ihr selber ein bisschen was hier hinpflastern. Zur Not könnt ihr euch einfach hier so ein Michelin-Männchen hinkleben, wer es mag. Aber nur mal, dass ihr es gesehen habt, ne? Also hier Lampen bauen, hier werden noch ein paar Slots zur Verfügung, hat uns auch noch mitgegeben. Hier kann man Rundumleuchten hinmachen und tröten und hast nicht gesehen, ne? Also das ist dann hier schon mal mit am Start und so wird es dann aussehen. So, anbauen tue ich dann einfach später mal was, das zeige ich dann, wie das Endergebnis aussieht, wenn ich hier an jedem Anbaupart was rangeschraubt habe. Kommen wir mal zur Seite. Es gibt natürlich auch die standardmäßigen, hier diese Zubehörsachen und da hat er uns was mitgegeben. Die müsst ihr aber, hat er geschrieben, nicht auf dieser linken Seite machen. Da hat SDS, er sagt, ein bisschen so einen kleinen Fehler gemacht. Die müsst ihr auf der anderen Seite suchen, nämlich, da sind sie, nämlich die Lightfix Sideliner Black oder Chrom oder Paint Variante, ne? Die haben dann auch schon so kleine LEDs verbaut. In dem Fall Orange auch wieder. Ich nehme natürlich die Black Edition, weil die einfach gut aussieht. Und dann seht ihr dann hier auch auf der Seite die diese Sidelines. So, hier müsst ihr natürlich noch eine Auspuffvariante einbauen, sonst sieht es doof aus. So, dann gehen wir weiter. Machen wir mal unten weiter, bevor wir dann hier zur Mitte kommen. Was ihr als erstes machen müsst, das ist ja die kurze Stoßstange. Da geht es nicht, da braucht ihr dann die große. Blub. Ne, das war die lange. Auch bei der lang geht es auch, ne? Genau, lang. Was haben wir? Lang? Mittel haben wir noch. Mittel, glaube ich, geht es auch. Da, glaube ich, geht es auch, ne? Aber hier, das wäre jetzt mal die lange Variante. Und dann geht er ja hin. Und dann habt ihr ja diese Black. Frontliner Black. N-Black nennt sich die hier. Dann habt ihr sogar noch hier einen Slot mit dabei. Dann gibt es die Frontliner S-Black. Die sieht dann so aus. Ich finde das ja eigentlich gar nicht so schlecht, weil hier die ganzen kleinen LEDs schon mit verbaut sind und die eine gute Leuchtkraft haben und es richtig gut aussieht. Das werdet ihr dann gleich im Lichttest nochmal sehen. Ne? Gibt es dann hier auch in lackiert. Ja, sehr schick, sehr schick, sehr schick. Und wie schon gesagt, hier nochmal ein paar Slots dazu. Mega. Und jetzt kommen wir zur goldenen Mitte, meine Damen und Herren. Ich glaube, da hinten war nämlich nichts mehr, oder? Ich muss mal gucken, nicht, dass ich was vergessen habe. Nee, sieht gut aus. Nee, da war nichts. Nee, passt. Moment, da sind wir was. Was haben wir da? So, und das ist die Lightfix Mini Black Edition. Auch wieder mit LEDs. Und natürlich Slots, logisch. Auch in Farben bunt. Dann haben wir hier, jetzt wird es nämlich interessant. Jetzt fängt der Hamster an zu hümpeln. Guck mal hier. Alter, guck mal diese
böse, böse Nordic Black Edition an. Oder in Chrom. Oder in Farbe. Das sieht doch böse aus, oder? Geil. Dann haben wir noch hier Nordic Black. Also nochmal ein bisschen weiter nach unten. Nochmal ein bisschen böser ausguckend. Dann haben wir noch die Chrom und die Paint-Variante. Und dann habe ich auch wieder ganz viele LEDs verbaut. Hier bam, 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 bam. Guck mal. Geil. Man sieht das gleich leuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Schließlich haben wir ja bald Ostern. So, dann haben wir das schon mal geklärt hier. Ich finde aber die Black Edition einfach geiler. Ich mag einfach dieses Black-Gedöns hier. Ist richtig böse. Und das verbirgt sich praktisch hinter diesem kompletten Add-on, so nenne ich es jetzt mal. Also hier oben, dann hier unten, da an der Seite und dann hier in der Mitte nochmal die Frontschutzbügel. Ne? Die sind hier alle mit enthalten und die könnt ihr euch dann alle ziehen und downloaden, kaufen auf alle Fälle und Spaß haben. Wie das jetzt alles aussieht, wenn es leuchtet und funkelt, das zeige ich euch jetzt. So, jetzt hier mal das Endergebnis von unserem umgebauten Scania Next Generation. Was ich vielleicht noch dazu erwähnen möchte, die ganzen Anbausachen, die ich euch jetzt hier zeige mit diesem Lightfix, gehen bei allen Chassis außer 8x4 Schwerlast. Das vielleicht noch als Information. No. Ansonsten sieht das alles ganz, ganz fein aus. Ich zeige euch mal ganz kurz mit der kleinen fliegenden Kamera, wie das ungefähr aussieht. Hier die ganzen Sachen hier, Lightfix. Ne? Dann seht ihr hier die ganzen kleinen LEDs, die ihr gleich leuchten seht. Hier dann auch noch in Rot versteckt. Das natürlich dann auf beiden Seiten. Das sieht richtig gut aus. Das gefällt. Dann haben wir hier vorne noch unten die kleinere Box. Die Lichtfix ganz unten. Auch über diese kleinen weißen LED-Punkte. Mann, wie das gleich leuchtet. Alter, ich freue mich schon. Hier noch. Überall weiße Punkte. Überall leuchtet's. Dann, wie schon gesagt, dann hier die Slots noch für die Spiegel, die er da mit reingepackt hat. Einfach als Zusatz. Oder dann hier oben. In dem Fall habe ich jetzt einfach nur Rundumleuchten gemacht. Ich hätte noch Tröten machen können, habe aber jetzt keine passenden da gehabt von der Länge. Sonst würden die so weit drüber stehen und sieht kacke aus. Deshalb habe ich die mal weggelassen. Aber die Slots habt ihr ja gesehen. Ne? Vorne ein paar Kleinigkeiten angebaut und dann sieht es soweit ganz gut aus. Vorne halt noch der Slot für die Lichtbox, wenn man das möchte. Auf alle Fälle richtig feine Geschichte. So, oh, nicht blinken. Das wollen wir jetzt nicht. Jetzt fahren wir hier mal ein Stück raus. Ich fahre wieder auf meinen typischen schönen Platz, wo es schön dunkel ist. Ja, sieht doch richtig fein aus, oder? Ha, da kriegt man doch gleich Bock. Und das für 2,99 €. Da kannst du auch nicht verkehrt machen. So, 23 Uhr. Es wird Zeit für unseren Lichttest. So, Standlicht. Plopp. Und da sieht er schon. Uiuiuiui. Guck mal, wie schön das leuchtet. Na, guck doch mal. So, machen wir das ganze Licht an. So, jetzt haben wir das Endergebnis. Auch in der Nacht funkelt und leuchtet das so schön, so wie es sein soll. Das gefällt mir sehr gut hier oben an der Seite. Vor allen Dingen, ich finde es da so lustig, weil diese kleinen Punkte, diese kleinen Lampen sind ja so klein, aber die haben so eine schöne Leuchtkraft. Auch auf der Straße hier an der Seite. Guck mal, ey, das ist so geil. Sieht richtig, richtig gut aus, ne? Wahnsinn. Richtig, richtig toll. Passt wie die Faust aufs Auge immer wieder, ne? Wahnsinn. Ja, da müsst ihr echt mal reingucken. In dem Gumroad. Da könnt ihr auch dementsprechend hier nochmal. Hier auch das Herz und so Kleinigkeiten noch ergaunern, ne, wenn ihr wollt. Für ein paar Euro und ein paar andere Geschichten, die er mittlerweile online gestellt hat. Da müsst ihr mal gucken, da gibt es ein bisschen was zum Abgreifen. Ne? Und das jetzt kurz vor Weihnachten. Ne? Gleich mal zur Mutti rennen. Mutti, ich will ein Weihnachtsgeschenk. Hier von Clover. Hier, guck mal, das leuchtet. Das will ich haben. Dann ab zur Mutti oder zum Papa. Der versteht es wahrscheinlich noch am ersten. So, das zu dem. Ich finde es richtig geil. Mir gefällt's. Da kriegt man gleich Spock auf mehr. Und ihr zu Hause dürft jetzt natürlich wieder entscheiden, ob Hot oder Schrott. Ihr wisst, ihr seid gefragt, nicht ich, sondern ihr dürft hier eure Meinung kundtun, indem dass ihr sagt, ja, das ist was, das ist es wert für 2,99 €. Meine persönliche Meinung auf jeden Fall, denn ganz ehrlich, 3 Euro und die geile Arbeit hier. Und wir haben auch für den Scania Next Generation, der sehr beliebt ist in der Community, wenig solche coolen Anbauparts hier. Da haben wir wirklich wenige, ne? Und deshalb ist das hier auf alle Fälle Gold wert. Und das ist hier Name, ne? Lightfix. Ist jetzt hier nicht irgendwie selbst zusammengeschweißt, nein. Sondern hat er hier selber gebaut, ne? Also coole Sache. Meine Damen und Herren, ihr seid gefragt, Hot oder Schrott? Rein in die Kommentare. Ansonsten, wenn was ist, einfach mal kommentieren. Und dann können wir dementsprechend nochmal gucken. Ja, und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Anbauen und dann beim Rumbauen und am Anbauen und hier oben vielleicht noch am Basteln und wie auch immer, ne? Also, lasst einen Daumen da, Abo für den Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken und dann wünsche ich euch noch was. In diesem Sinne. Wie immer, adios.